Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Star Wars Knights of the Old Republic. Ich bin es, euer Demsmanfix. Wir haben beim letzten Mal hier die Basis der Republik gefunden und müssen nun in die Sith-Basis eintreten, um hier einen Roboter von denen zu finden. Damit er uns hier weitere Informationen gibt für den Mord von Sunry und vielem anderen Zeug. Ja Leute, diesen Gefangenen haben wir beim letzten Mal versucht zu verhören, aber es hat leider nichts gebracht und wir werden sein Gedächtnis komplett löschen. Versuchen wir was anderes. Ihr werdet es brauchen. Das hier ist unser Computerraum. Wir haben eine Kiste mit Zugangskarten der Sith. Tja, nur den verdammten Code haben wir noch nicht geknackt. Wir haben zwar das numerische System dekodiert, aber es gibt noch Lücken in den Abschlusssequenzen. Die Zahlenreihe, mit der die Codesequenz endet. Wenn wir diese Reihen vollenden, haben wir den Schlüssel zu ihrem Codierungssystem. Das System besteht aus 6 Matrizen. Jede davon basiert auf einer mathematischen Methode. Uns fehlen nur noch die letzten Ziffern der Zahlenreihen. Vor allem die letzten beiden Matrizen machen uns zu schaffen. Die vorletzte Matrix referenziert offensichtlich auf sich selbst. Und die letzte Matrix ist in kleinere Einheiten unterteilt. Vielleicht ergeben die Einheiten die richtige Sequenz. Na, mir ist das jedenfalls alles zu hoch. Ich habe noch nicht mal die erste Matrix geknackt. Ich versuche es jetzt seit Stunden. Ich habe schon ein Dutzend Karten ruiniert. Zum Glück haben wir eine ganze Kiste davon. Wir müssen also vorläufig noch nicht sparen. Roland hat euch überprüft. Ihr dürft jederzeit an den Computer. Ich bin hier, wenn ihr Fragen habt. Oh, Leute, Mathematik, da sollte man gleich wieder weggehen. Naja, versuchen wir es mal. SIF-Zugangskartenschlüssel. So, Zugriff auf additive Matrix. Abschlusssequenz 1, 2, 4, 7, 11, 16. Theoretisch könnten wir uns durchklicken bis zum mittleren Ende. Also, wir haben hier 1, 2, 4, 7, 3, 3, 7, 14, 25, plus 16, warte mal, na, oder? Wartet. Dann, dann kommen wir doch auf einen höheren Wert, als es hier überhaupt gibt. Das kann schon mal nicht, das war das sein. Puh, ihr seid schon wieder so lustig, Mann. So, was können wir noch machen? Additive Matrix. Vielleicht müssen wir, warte mal, 1 plus 2, 3, 6, 7, 7 plus 5, 12, nein, das kann auch nicht sein. Ich dachte, vielleicht müssen wir einfach hier so viele Zahlen, wie es sind, einfach mal addieren. Also hier eine Zahl, 1, dann ist die nächste Zahl 2, dann 3, dann 4, dann 5, dann 6, aber kann das stimmen? So ganz kapiere ich das nicht. Das ist ganz merkwürdig schon wieder. Das ist wirklich ganz, ganz merkwürdig. Aber warte, versuchen wir es nochmal. Das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ziffern. Also 1, 3, 6, 6, 7, dann plus 5, 11, dann plus 6 sind wir bei 18. Das kann auch nicht stimmen. Ich kapiere das nicht. Ene, mene, müsste, es rappelt in der Kiste, ene, mene, weg und du bist weg. War das jetzt falsch? Leute, kannst du mir das bitte an? Subtraktive Matrix, ja geil. Also, ich befürchte, das war fast sogar richtig. Ja, Leute, das ist schon wieder richtig, richtig lustig. Okay, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Ja, keine Ahnung, 19. Klicken wir uns durch. War ja klar. Wir können. Oh, warte, können wir die so entschlüsseln? Das wäre natürlich. Oh, 100 Sonden! Ihr seid lustig. Ihr seid krass lustig. Örtliche Energieversorgung deaktivieren. Das gefällt mir. Objekt verloren. Nein! Das ist irgendwie scheiße, Leute. Ich bleib hier mal bei 22. Das hat mir gut gefallen. Aber beim nächsten. Boah, was ist denn das? Subtraktive Matrix, Mann. Das ist irgendwas, dass man hier die einzelnen Sachen minus nehmen muss. Ich verstehe das schon irgendwie so. Aber wo soll ich da anfangen, Mann? Warte mal. Kann ich nochmal zurück? Wir sind ja beim anderen auf 22 gekommen. Ja, ich klicke mich nochmal kurz durch. Und dann versuchen wir das nochmal. Wie kommen wir hier auf 22? Ich glaube, ich hatte schon recht hier mit meinem System, was ich vorher hatte hier. Das ist nämlich 1 plus 1. Das sind schon mal 2. Dann 2 plus 2 sind 4. Dann haben wir 6. 3 plus 4 sind 7.
Haben wir 13? 13 plus 7? Ne, jetzt wird es langsam nicht mehr so richtig. Aber irgendwie muss das doch so funktionieren im Endeffekt, oder? Jawohl, wenn ich das zusammenrechne, komme ich... Ah, warte, ich hab's verstanden. Doch, doch, stimmt schon, 22. Man muss hier immer 1 plus 1 nehmen, dann 2 plus 2, dann 4 plus 3, dann die 7 plus die 4 und dann die 11 plus die 5. Und dann kommt man auf 22. Und hier muss man das wahrscheinlich andersrum machen. Das heißt, hier wahrscheinlich da Minus. Also fangen wir 21 minus... Nee, hier ist ja Minus. Also müssen wir mit Minus... Keine Ahnung, mit was müssen wir anfangen? Mit minus 1, minus 5, minus 3. Das ist schon wieder behindert, Mann. 21 minus 18. Jetzt sind wir bei, haben wir 3, dann haben wir. Also minus 3. Dann haben wir. Oh, das ist doch scheiße. Also, wir rechnen mal minus. Dann haben wir minus 5. 21 minus 5. Ich komme hier auf irgendwas zwischen 18 und 19. Wir haben vorher 19 gehabt, das machen wir mal 18. Ach Leute, Mann, das ist doch alles behindert, Mann. Das ist doch alles scheiße. Also beim ersten, glaube ich, habe ich so annähernd verstanden. Bei dem, glaube ich, bin ich auch... Ich rechne jetzt nicht richtig, ich tue einfach ungefähr schätzen, was ich so komme nach meinem. So, im Endeffekt müssen wir es ja wieder hier so machen mit diesem merkwürdigen Prinzip hier. So, 1 mal 1 sind 1. 2 mal 2 sind 2. 2 mal 2 sind 4, Entschuldigung. Müssen wir das dann normal nehmen oder müssen wir das dann... Ach Leute, ich brauche hier meinen Taschenrechner, sonst geht es nicht. So, gut, Taschenrechner. Wo haben wir... So, also, wir haben hier 1 mal 1. So, plus... Einmal 1, okay, zack. Da bleiben wir erstmal, so. Das ist 1. Plus, dann 2 mal 2 sind 4. Plus 4. Dann haben wir hier 4 mal 4, das... Ne, 4 mal 3, 4 mal 3 plus 12. 4 mal 8. Ja, okay, jetzt kommen wir schon wieder an sowas Hohes. Okay, neuer Plan. Was ist, wenn wir einfach hier 1 mal 2 mal 4 mal 8 mal 16 machen? Komm auf 120. Durch 32. Ey Leute, ich komme da auf irgendwelche Systeme. Kommen wir auf 4. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe echt nicht, was man da anfangen soll. Also, weil ganz ehrlich, das gibt einem null Hinweis. Wirklich null. Wir müssen irgendwas hier mal nehmen. Das ist schon mal klar. Aber was genau wir da mal nehmen müssen? Oh, wir bräuchten jetzt einfach 5 Level-Ups. Dann könnte man hier unseren Charisma oder so hoch machen. Dann könnte man auch den überzeugen. Aber so... Keine Ahnung, Mann. Oder wartet mal. Wartet. Ich hab's. 1... Plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Na, warte. Scheiß, Handymann! 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus. Ey, ich tippe immer falsche Sachen, das kann ja gar nicht sein. Plus 4 plus 8 plus 16. Dann kommen wir auf 31 plus 32. Kommen auf 63. Ach Leute, tu mal 64 an mir. So weit, also, ich komme zwar auf 63, aber 64 sieht eigentlich auch gut aus. Oh, jetzt müssen wir irgendwas geteilt nehmen, Leute. Wenn mir dieses, das einfach das Prinzip ungefähr erklären würde. Aber das ist, glaube ich, schon so ungefähr das richtige Prinzip hier. Wir rechnen hier, was rechnen wir denn hier? 128, nee, warte mal. 64? Plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 ist, kann schon irgendwas nicht stimmen, 64 plus 32 plus 16, oh, ein Handy zu rechnen ist echt schlimm, ich brauche echt meinen Taschenrechner, plus 16 plus 8 plus 4 sind 124 und das durch 128, oder? Ja, was hätten wir dann? Dann hätten wir... Irgendwas Merkwürdiges, das kann schon wieder auch nicht stimmen. Obwohl, rechnen wir es mal gescheit, hätten wir 0,96. Also da das sehr nah an der 1 ist, würde ich jetzt eigentlich die 1 nehmen, aber ja, das ist ja Schmarrn. Leute, ich verstehe das nicht, ich verstehe echt nicht, was wir da machen müssen. Oder wartet mal.
Ach so! Ey, das jetzt ist... Natürlich! Ich habe dieses Scheißprinzip jetzt kapiert. Was, welche Zahl ist, wenn man es teilt? 64. Welche Zahl ist, wenn man 64 teilt? 32. Und so weiter und so fort. Das ist natürlich die 2. Boah! Kapiert man. Ha! So. Jetzt habe ich verstehen. Man muss einfach die Zahl nehmen, auf die man weiter, also mit der man eben weiterrechnen kann. Ich hoffe, jetzt haben die ersten gestimmt, weil jetzt habe ich ja das Prinzip ja nicht mal verstanden. Also ihr versteht ja, 100, aber ihr habt es wahrscheinlich eh schon lange verstanden, nur ich nicht. 128, was ist, 64? Ganz logisch. Okay. Auf Exponential, oh, jetzt kommen Exponentialzahlen, ihr seid doch so hässlich, ganz ehrlich, Mann. Aber egal, Leute, für was machen wir 12 Jahre auf dem Gymnasium? Dafür, dass ich so eine blöde Exponentialmatrix nicht hinbekomme? Könnten wir doch alle mal, schau wieder mit Leichtigkeit. So, okay. 1 mal was ist 32? Müssen wir jetzt... Muss ich jetzt logarithmieren oder was? Ey, Leute, es ist ja hier echt vorgeschritten, das Spiel. So. Hm. 1 hoch... 1 hoch... Wartet mal. Jetzt muss ich mal schauen. Theoretisch... Also mit etwas Glück solltest du... Ja. Nein. So, schon mal nicht. So, schon mal nicht. So, schon mal nicht. So. Was ist 32? Oh, Leute, ich glaube, hier kann man gar keinen Logarithmus rechnen. Das ist scheiße. So, doch hier, natürlich. Aber nur ein 10er Logarithmus. Ja, das ist auch nicht so gut. Ah, das bringt mir nichts. Ah, das ist jetzt behindert, Leute. Ich hier ist echt mein Taschenrechner. Also, was mal, was ist wieder 32? Also, 1 hoch, was ist 32? Es geht schon mal gar nicht, weil 1 hoch, alles ist immer 1. Aber naja. Aber naja. So, neuer Versuch. Was ist 81? Ich soll ich jetzt echt meinen Taschenrechner holen? Das kann ja aber nicht sein. Ey, Leute, Logarithmus, Mann, was ist mit euch schief? 32. Es ist schon mal nicht die 1, das kann ich jetzt schon mal sagen, weil alles hoch 1 ist immer dasselbe. Das ist ja logisch. Wenn wir was mal 3 nehmen. Was mal 3? Da, da, da. 32? Nein. Was sehe ich denn da? Nee, nee, nee. 32 hoch 2. Nee. Obwohl, warte mal. Da, da, da. 32 hoch 2 ist 1024. Naja, so geht das auch nicht. Das müssen wir eigentlich mit mal lösen, glaube ich. Hm. 1 hoch was ist... Wartet, ich glaube, da stimmt einfach was mit der Zahlenreihenfolge nicht. Wartet mal. Wartet. Da stimmt einfach was mit der Zahlenreihenfolge nicht. So. Oder ist es wieder das hier mit diesen Zahlen? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, 1... Mal 2, warte, das ist so wie, die, wie das erste Rätsel, was wir hatten. 1 mal 2 und das muss man hoch... 5. Ja! Ha! Krass, Mann. Krass, Mann. Das ist krass, 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 krass. Also, wir müssen hier wieder die Zahlen addieren mit der Stelle, wo sie sind. Plus 1. So. Das heißt, wir haben jetzt 32 und da haben wir einen Dreier. So. Das heißt, wir haben 32... Hoch was ist 81? So. 32. Das ist so eine Zahlenfolge. Also wir haben jetzt einmal ein... Was hatten wir jetzt gleich? Ich, ein Fünfer hatten wir jetzt. Da müssten wir jetzt einen Sechser haben, oder? Ein Vierer. 32. Mal 3. Das kann man doch alles schaffen, Mann. Hoch 4. Ne, ja, das kann schon mal nicht stimmen. Entschuldigung. Nein, nein, zurück. Ich will doch löschen. Ach, egal. Ah, oh, Leute, es ist mir so schwer. Machen wir die 6. Es kann, nee, es kann ja nicht die 1 sein, es kann auch nicht die 3 sein. Es kann... Und die 9 ist mir zu hoch, deswegen habe ich jetzt die 6 genommen. Aber dabei bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das haben wir jetzt falsch. Ah, Zugriff auf... Oh, logarithmische Matrix. Leute, ich habe keinen Taschenrechner. Ich kann mit meinem Drecks-Handy nicht logarithmieren. Ah, und es... Also ich kann logarithmieren, aber ich kann nur einen 10er Logarithmus machen und der bringt mir ehrlich gesagt gar nichts. So. 1, 0, 8. Das ist ja so geil, Mann. Ich... Das ist...
Also, schauen wir mal. 1 hoch 0 ist 8, oder wie jetzt? Das ist wieder so eine Zahlenreihenfolge, wie gerade eben wir das schon gemacht haben. Man hat hier also die verschiedenen Sachen. Muss man hoch eine Zahl nehmen und durch diese Zahl kommt man dann auf einen Wert. Eine Zahl fehlt dann und die letzte Zahl, die ist es dann. Aber das Problem, ich weiß schon wieder nicht, was man hier machen soll. Also, wenn irgendwas 0 ist, dann muss es ja mal hoch 0 genommen werden. Das ist schon mal klar. Und das kann es ja schon mal nicht sein. Ach doch, was soll 3 sein? Ach, weißt du. Mene, Mist. Es ist scheiße, wenn man hier keinen Taschenrechner zu hat, hey Leute. Star Wars, ein Spiel, wo man Taschenrechner braucht. Ist doch lächerlich. Ene, Mene, Mist. Es rappelt in der Kiste. Ene, Mene, weg. Und du bist weg. Gott. Wenn es dich gibt und du den MC Muffix magst. Ha! Okay, die letzten zwei waren geraten, den Rest habe ich verstanden. Den Rest habe ich echt verstanden. So. Reorb laden erfolgreich. Was muss ich jetzt noch. Kann ich das jetzt nicht einfach machen? Aber ich habe es geschafft, oder? Haha! It's a good man. Wow, großartig. Ihr habt die Verschlüsselung der Karten geknackt. Die ändern ziemlich oft die Codes. Ihr solltet euch also beeilen. Oh, Leute. Ey, Leute, wir waren... Was? Waren wir hier gerade 20 Minuten damit beschäftigt? Das kann doch gar nicht sein, oder? Wartet. Nein! Oh, scheiße, wir waren echt 20 Minuten hier an dem Dreck beschäftigt. Das kann ja gar nicht sein, Leute. Okay, das lief nicht so wie geplant, aber geschafft ist, würde ich sagen, geschafft. Also, die letzten beiden waren echt geraten. Das vorletzte war geraten, das, was davor war, und das allerletzte, das war per Idemine Miste gemacht. Geschafft ist aber, würde ich sagen, geschafft. Die anderen habe ich also halbwegs verstanden und auch lösen können. Also bei einem, da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich auf 63 gekommen und das ist auf 64 gekommen. Aber das ist mir echt gesagt wurscht. Wir beenden den Part jetzt nur. Ich glaube, wir haben echt den ganzen Part hier nur dieses blöde Spielchen gemacht. Suche jetzt diese blöde Sith-Basis. Und dann schauen wir mal, Leute, was uns als nächstes erwartet. Bis dahin, haut rein, ciao.